Grüß dich, mein Name ist Sebastian und heute geht es so ein bisschen wieder um das Thema Auto, besser gesagt um mein Lederlenkrad. Ich habe so ein tolles Set von Presto und wie ihr wisst, verwende ich die Produkte wirklich sehr, sehr gerne und kann sie auch wirklich weiterempfehlen. Das ist ein neues Produkt, was auf den Markt gekommen ist. Damit kannst du beispielsweise dein Lederlenkrad aufbearbeiten und deine Sitzwangen oder beispielsweise deine Motorradsitzbank. Also ist wirklich sehr, sehr umfangreich das Ganze. Und hier auf dem Bild sieht man auch ganz klar beim Lenkrad, hier ist die bearbeitete Oberfläche und hier oben nicht. Und mein Lenkrad hat mittlerweile schon fast 300.000 runter. Ich glaube 294.000. Und das hat es dringend nötig. Ich bin mal gespannt, ob das ganze Set wirkt. Und ich zeige dir, wie das Ganze geht und würde sagen, auf geht's. In diesem Set enthalten haben wir einmal einen Lederreiniger 30 ml, ein Lederfarbauffrischer 30 ml, zwei Reinigungstücher, ein Auftragungsschwamm und zwei Handschuhe. Wir sehen auch hier vorher und nachher. Und ich habe hier auch schon ganz, ganz leicht, ich weiß nicht, ob man das mit der Kamera aufnehmen kann, aber ja, so ganz leichte Abnutzungserscheinungen. Und ich will das ein bisschen, ja, mal ausprobieren und ein bisschen aufpeppen, dieses Lenkrad. Im Übrigen könnt ihr damit auch jetzt Lederhandschuhe machen, Lederstiefel, Motorradteile, Sitzwangen von beispielsweise schwarzen Ledersitzen. Ich habe jetzt braune, aber ich möchte das Ganze mal jetzt hier an diesem Lenkrad ausprobieren. So, also hier haben wir einmal diesen Schwamm, zwei Handschuhe, die wir uns gleich mal anziehen werden. Ein Tuch, ich denke mal einmal zur Reinigung, einmal zum Auftragen. Dann legen wir uns den mal hier oben hin. Eine Bedienungsanleitung und die zwei Flaschen. Einmal der Reiniger, Lederreiniger, 30 ml und einmal der Farbauffrischer. Beides sollte man natürlich vor Gebrauch gut schütteln. Das legen wir auch mal beiseite. Und wir fangen jetzt einfach mal an, das Ganze zu reinigen. Und ich mache es immer alle halbe Jahre, reinige ich mein Lenkrad und die Ledersitze, vor allem das Lenkrad. Und ihr wisst gar nicht, oder ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was da für Schmutz sich dahinter verbirgt. Also die Handschuhe sind ein bisschen eng für große Männerhände oder Frauenhände. Schwer. So. Und dahinter verbirgt sich wirklich ganz, ganz viel Schmutz immer. Und ich bin echt, nicht angewidert. Ups, das war ein bisschen zu viel. Aber es ist recht eklig, ne? So, jetzt gehen wir mal hier rüber sanft. Weil es macht ja wenig Sinn, wenn wir das Lenkrad nehmen und diese Pflege, dieser Farbauffrischer auf den Schmutz aufgetragen wird, ne? Bin jetzt fertig und ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber der ist schon ziemlich schmutzig. Der Lappen nimmt wirklich sehr, sehr gut auf. Also das ist jetzt hier der weiße Lappen, das ist der dreckige. Kann auch sein, dass ich vielleicht, wie gesagt, ich mache alle halbe Jahre mal sauber. Und normalerweise sieht er immer ein bisschen dreckiger aus. Ich ziehe jetzt mal die Handschuhe aus. Ich habe mir jetzt noch schwarze besorgt, die sind ein bisschen größer. Und jetzt fangen wir an. Also das Ganze sieht schon recht sauber aus. Man sieht es wirklich hier, die Gebrauchsspuren vom Lenkrad, einmal jetzt hier. Dann hat man hier noch ein paar Farbpartikel gesehen, weil ich bin Handwerker. Ich arbeite viel mit Farbe, mit Holz, mit Werkstoffen und setze mich dann ins Auto und man sieht hier ein paar Farbpigmente, die ich auch sehr, sehr gut wegbekommen habe. Und das Lenkrad macht an sich eigentlich einen sehr, sehr guten Eindruck jetzt. Hier sehe ich noch ein paar Abnutzungserscheinungen. Und man muss jetzt aufpassen. Also es ist ja kein Kunststoffaufbereiter, sondern ein Lederaufbereiter. Das heißt, die Kunststoffflächen hier, das ist hier noch Leder, solltet ihr alles abkleben. Und ich nehme jetzt hier Frog Tape. Also ich habe, das ist jetzt keine Werbung, habe ich mir gekauft. Das ist sehr, sehr gutes Klebeband. Und ist eigentlich für den Lackiererbereich so gedacht, ne? Und damit klebe ich jetzt
alle Teile wirklich ab, die nicht mit diesem Aufbereitungsset in Berührung kommen sollen. Macht das Ganze, wie gesagt, wirklich sehr sorgfältig. Nimmt gleich ein kleines Cutter noch zur Hilfe, damit ihr das Ganze wirklich sauber abkleben könnt. So, perfekt. Und jetzt können wir auch loslegen. Ganze schütteln, dann nehmen wir den Schwamm und wir tupfen das Ganze drauf. Das heißt, wir nehmen uns das Ganze. Wenn ihr euch übrigens sehr, sehr unsicher seid, dann bitte alles abdecken. Vielleicht mit einem Bettlaken oder so. Nicht, dass ihr nachher euch das Ganze hier einsaut. So, ich gebe jetzt hier ein paar mal was drauf. Das war vielleicht schon ein kleinen Ticken zu viel. Und immer zuschrauben das Ganze, weil ich habe es auch schon erlebt, dass dann die Fläschchen umkippen. So, und dann wird das Ganze getupft. Und man kann auch gleich einen Effekt sehen. Wenn ihr jetzt hier wischen würdet, ne, dann hättet ihr vom Schwamm die Schlieren drauf. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr das Ganze tupft. Und wie ihr sehen könnt, ja, tupft man auch mal über. Und deswegen haben wir das Ganze abgeklebt. Kleiner Tipp noch, ihr könnt das Ganze jetzt eintupfen. Weniger ist hierbei mehr. Und dann könnt ihr einen Föhn nehmen und das Ganze zum Trocknen bringen. Und dann wiederholt ihr den Vorgang. Ich mache das Ganze jetzt zweimal. Also bis ihr der Meinung seid, okay, es reicht. Ich bin zufrieden mit dem Ergebnis. 15 Minuten später, ich muss sagen, ich habe so ein bisschen Muskelkater. Also ihr müsst wirklich tupfen. Wenn ihr nicht tupft, dann habt ihr nachher kleine Spuren. Das wollen wir ja nicht. Übrigens, den Schwamm könnt ihr auswaschen. Das heißt, ihr könnt dieses Set wirklich mehrmals gebrauchen. Ich werde das Ganze jetzt entfernen, aber ich bin jetzt schon sehr zufrieden. Es fühlt sich so sehr, sehr matt an. Und wie ihr seht, sind meine Hände trocken. Also das Ganze färbt jetzt nicht ab. Ich werde aber mal den Langzeittest machen und euch dann auf Instagram berichten. Aber für das erste Bild oder den ersten Eindruck bin ich recht zufrieden. Kennt ihr das, wenn ihr ein Auto habt? Also ich habe den Wagen jetzt hier mit 50.000 Kilometer gekauft, war frisch aufbereitet und dann fühlt sich dieses Leder immer sehr, sehr neu an und sehr frisch. Und das war nämlich bei diesem Lenkrad nämlich auch so. Und ich hoffe, dass das auch wieder so ist. Denn wenn man es dann so anfasst, ja, es fühlt sich echt neu an und hochwertig. Also ich kann dir sagen, das ganze Set hat funktioniert. Ich werde euch das mal unter das Tape unten in der Videobeschreibung verlinken. Und wenn du das Ganze ausprobiert hast, vielleicht an deiner Sitzwange beim Motorrad oder Sitzwange, Polster oder Sitzfläche oder Sitzbank bei deinem Motorrad, Sitzfanger, dein Auto, dann lass es mich doch mal wissen, lass einen Kommentar da. Gibt es leider aktuell nur noch in Schwarz, aber vielleicht ändert sich das Ganze ja, dass wir vielleicht auch mal ein, zwei Brauntöne haben, denn meine Ledersitze sind nämlich braun und die könnten natürlich so einen Farbauffrischer auch mal gebrauchen. Viel Spaß beim Nachmachen und ich werde jetzt hier bei meiner Fassade weitermachen, denn das ist mein neues Projekt. Da baue ich eine oder verkleide meine Werkstatt mit einer Holzfassade. Ist ganz interessant, denn ich verwende hier das French Cleat Haltesystem. Vielleicht ist das ja auch was für dich. Bis dann. Ciao.